Wir revolutionieren heute einfach mal unser Leben. Bist du dabei? Ja, so ein ganz neues Leben, so richtig geil. Ja, sei dabei heute. Und zwar mit den 5 Übungen des Wudang Qigong. Und von vorne weg, wenn du sagst, kenne ich nicht, kann ich nicht, soll ich dafür jetzt was zahlen oder was? Geht es nur darum? Nein, es geht wirklich mal gar nicht um Geld. 5 Tage Gratiskurs, Link ist unten in der Beschreibung. Da findest du die 5 Übungen komplett voll angeleitet und kannst sie lernen und genießen und genau das tun, was wir in diesem Video hier besprechen, nämlich dein Leben revolutionieren. Und jetzt ist die Frage, wie genau revolutioniert man sein Leben und was soll dabei rauskommen am Ende? Spooky? Spooky Alarm? Nein, keine Sorge, es geht ganz einfach und damit beginnen wir jetzt. Ja, und zwar geht es darum, dass wir mit dem Bild von einem Energiekreislauf arbeiten. Wenn wir in die Natur schauen, dann begegnen wir vielen Kreisläufen, dass die Natur dynamisch wird, dynamisch bleibt durch Kreisläufe, sich auch immer wieder erneuert durch Kreisläufe. Der bekannteste oder die bekanntesten sind sicherlich die Jahreszeiten, der Kreislauf, der Zyklus der Jahreszeiten und natürlich auch der Tag- und Nachtzyklus. Und da sind wir auch ganz schnell beim Yin und Yang, dass wir also Gegensätze haben, die sich abwechseln, die sich gegenseitig durchdringen und dadurch entsteht neue Energie. Und dieses Prinzip, wenn jetzt das ja toll ist, ist heute ein theoretischer Unterricht, warum geht es jetzt hier, wenn wir mal sagen, das eigene Leben revolutionieren? Wie genau sieht das aus? Und bei dieser Gelegenheit fangen wir an mit einem Negativkreislauf, ganz einfach. Und zwar, stell dir mal vor, irgendwas in deinem Leben hat dich krank gemacht oder zu viel Energie gekostet über Monate, Jahre hinweg und, oder du bist einfach gestresst, alles ist zu viel oder irgendwie bist du an deine Grenzen gekommen und nicht mal einen Tag und am nächsten Tag ist alles wieder gut, sondern du bist in einer Lebenssituation, wo du denkst, es kann auch ein sehr schönes Leben sein, aber trotzdem zu wenig Energie oder psychisch zu viel Druck oder Angst oder was auch immer. Du bist nicht im Gleichgewicht. Die Sache ist die, wenn wir uns nicht von selbst wieder aufrichten können, also Resilienz in uns tragen, von ganz von selbst, sondern wir bleiben flach oder nach einer langen Krankheit, schaffen wir es nicht mehr richtig, uns wieder zurückzuholen in die Gesundheit. Da kann es viele Gründe für geben oder auch einfach Lebens-, Alltags-, Berufs-, Familienstress, Partnerschaftsstress, you name it. Und was machen wir denn nun? Wir schauen uns erstmal an, dass wenn, das macht ja was mit uns, und zwar verändert das vor allen Dingen unsere Ausstrahlung. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wenn wir am Boden sind, sage ich mal, oder irgendwo nicht im Gleichgewicht, dann wird sich das in unserer Ausstrahlung zeigen. Das kenne ich von mir selbst nur allzu gut und nicht von früher, vor 20 Jahren, als ich noch nicht Qigong gemacht habe. Selbst mit Qigong kann auch alles mal zu viel werden, sodass ich auch wirklich regelmäßig mal merke, oh, ich bin gerade drüber. Und dann merke ich auch, meine Ausstrahlung ist nicht mehr 100% schön. Das muss sie auch nicht immer sein. Nur wenn wir grundlegend mit einer Ausstrahlung rumlaufen durchs Leben, die nicht so ganz im Gleichgewicht ist, wir können trotzdem versuchen zu lachen, freundlich sein wie immer, aber die Menschen spüren, auch wenn wir merken oder wenn wir denken, dass wir nur noch überall mit Social Media unterwegs sind, keiner mehr überhaupt irgendwas mitkriegt, unbewusst, keine Sorge, sind wir alle Tiere, wir checken noch ziemlich viel. Und gute und schlechte Ausstrahlung gehört dazu. Und wenn wir, ich will nicht sagen schlechte, aber eine eingeschränkte Ausstrahlung haben, sage ich mal so, und das passiert jedem mal, mehr mal weniger, dann kriegen wir ein Feedback von außen, dann erleben wir unser ganzes Leben und vor allen Dingen mit unseren Mitmenschen zusammen ganz anders. Dann wird alles sehr schnell negativer, dann klappt es nicht. Dann haben wir das Gefühl, die anderen sind alle unfreundlich zu uns oder irgendwie komisch oder nichts funktioniert. Und so weit. Ich kenne das sehr, sehr gut. Sehr, ich habe es heute erst wieder, deswegen spreche ich drüber. Heute erst wieder, wirklich. Beim Aufbau der Kameras dachte ich so, als ich alles hier aufgebaut habe, scheiße, fuck, nichts funktioniert hier. Nichts funktioniert. Da dachte ich, wie soll ich das machen? Weil das erste Video war ein Übungsvideo, was ich heute gedreht habe. Da dachte ich mir, eigentlich wäre es schlau, zuerst zu üben und dann erst alles aufzubauen. Aber ich übe ja heute vor der Kamera. Deswegen musste ich mir das heute geben, einmal. Ich will nicht sagen schlecht gelaunt, aber doch nicht im Gleichgewicht, hier alles technisch aufzubauen. Das war wirklich Stress. Und da hast du deine eigenen Geschichten, wo du sagen kannst, okay, das kenne ich. Oder ja, das
Das been there, done that. Okay, jetzt ist es so, mit der schlechten Ausstrahlung, dann bekommst du von außen auch schlechtes Feedback. Das heißt, es ist ein Geben und Nähren, Geben und Nehmen, ein Nähren, ein gegenseitiges. Und nicht nur mit den Mitmenschen, auch mit der Natur um dich herum. Die Sache ist nur, dass daraus sich ein Kreislauf ergibt. Das heißt, dann entsteht schnell äußerer Stress, mehr Sozialstress. Wenn du es dir erstmal nicht gut geht, dann ist das oft wie ein Dominoeffekt. Ja, und dass ein Kreislauf, ein Teufelskreis entsteht daraus, wo du sozusagen immer weiter die Abwärtsspirale zelebrierst und du kannst nichts dagegen tun. Oder versuchst händeringend irgendwie da rauszukommen. Und aus meiner Sicht ist einer der besten Tipps dafür Qigong. Und zwar die 5 Übungen des Wudang Qigong. Weil da setzen wir genau an diesen Punkt an, dass wir merken, okay, eigentlich wäre das Beste, wenn wir uns nicht zu sehr auf Qigong fixieren, sondern auf unseren normalen Alltag. Das heißt, wenn wir merken, wie mache ich aus diesem Teufelskreis jetzt einen, nennen wir es Engelskreis oder wie auch immer, einen positiven Kreislauf. Einer, der uns nährt, der uns unterstützt. Und da würde ich empfehlen, beginne den Tag mit Qigong. Dass, wenn du sagst, auch jeder Tag hat so seinen Anfang und sein Ende gefühlt, dann beginne am besten mit Qigong. Bring dich am Anfang des Tages ins Gleichgewicht und guck dann, dass der ganze Tag, das ist wie eine Weichenstellung, entweder ins Ungleichgewicht, du driftest ab oder du bleibst auf deiner Linie. Und das kannst du morgens entscheiden, dass du dich morgens kalibrierst, entweder auf deiner Linie oder morgens müde, kein Bock und dann wird es immer schwerer. Das ist jetzt nur ein grob besprochenes Prinzip. Du weißt, es kann auch immer mal anders laufen, aber es geht um Prinzipien. Und grundsätzlich würde ich dir empfehlen, dann Qigong zu üben am Morgen, um erstmal eine gute Kraft, ein gutes Gefühl als allererstes in dir zu erzeugen und dir etwas zu geben am Morgen. Und dann danach den Tag zu begehen. Und du wirst merken, da wird alles neu. Da wird alles neu. Ja. Da wirst du merken, die Leute im Alltag reagieren auf einmal anders. Du reagierst anders. Und dann merkst du, dass diese Qigong-Übung, diese kleine Investition, 10, 20 Minuten am Anfang des Tages, dass die aufblüht am ganzen Tag, über den ganzen Tag hinweg und dass du ein viel besseres Gefühl hast. Und das hat letztendlich auch wieder ganz viel dann mit deiner körperlichen Verfassung und Gesundheit zu tun. Nicht nur auf psychischer Ebene. Dass du dann mehr Energie hast und nicht nur denkst, in der Qigong-Übung muss ich Energie aufbauen, wie ich schließe mich an ein Akkuladegerät an, dann bin ich fertig und dann gehe ich in den Alltag und verliere die Energie wieder. Das ist ein bisschen kurz gedacht. Wir wollen einen Energiezustand herstellen, ein Energielevel, das du mit in den Alltag mitnimmst und was dich auf einer ganz anderen Ebene mit Menschen und dir selbst verbinden lässt, sodass du die Energie nicht nur hältst, sondern durch den Alltag noch mehr bereicherst. Das ist der Trick beim Qigong. Das heißt, beim Qigong geht es im Wesentlichen, und das finde ich ist das ein schönes Abschlusswort, geht es im Wesentlichen beim Qigong nicht um Qigong, sondern um deinen Alltag. Du nutzt Qigong nur für deinen Alltag, nicht Qigong für Qigong. Geil, oder? Also in dem Sinne, ich hoffe, ich konnte dich ein bisschen inspirieren, um nochmal eine kleine Klarheit wachzurufen in dir, was Qigong eigentlich kann. Und was das so für Prinzipien sind mit dem Negativkreislauf, in den wir immer wieder aus Versehen reinrutschen können, aber dass wir mit Qigong daraus einen positiven Kreislauf herstellen können. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.